Genau, twittern. Achso. Weil du es vor 18 Uhr geschrieben hast, deswegen habe ich gesagt. Ja, ich habe es eine Minute vorher geschrieben und dann kam die Twitter-Meldung. Ich wusste nicht. Die haben um 17 Uhr getweetet, es dauert eine Stunde länger und um 18 Uhr war dann halt getweetet worden, es geht wieder. Und sagst, oh ja, daran erinnere ich mich. Schon mal diese grenzenlose Freiheit über den Wald. 300 Meter ist übelst weit, das kann niemals in der Raketen gewesen sein. Vielleicht gerade eben mit der G2 Scout oder so? Nee. Mit der Kraber bestimmt. Ja, aber ich hab's ja gerade eben bekommen, weißt du? Ja, dass du mich vorher einfach nicht gesehen hast. Ich hab's gerade bekommen. Ja, vielleicht ist es einfach auf andere Art. Die sind doch okay, wolltest du sagen? Der hat 12.000 Kills und 604 Siege in Season 11. Ich hab nur die oberen Sachen gesehen, weil mein zweiter Monitor gerade die unteren verdeckt hat. Entschuldigung. Entschuldigung, da muss ich wieder 600 Siege in Season 11. What in the fuck? Dann kann man so krank sein überhaupt, Digga. Wenn ich noch im Master wäre, also noch studieren würde und ich würde Rainbow zocken, Apex zocken wie damals Rainbow, hätte ich auch so viele Siege. Na, wir kommen übelst hier mit der Dings. Aber nicht schon einer Season, Digga. Doch. Ja, einer Season ist nichts. Hier ist jemand gelandet. Oder? Bei Roman kommt gleich einer rein, ich versuche ihn aufzuhalten. Ich habe ihn in der Tür drin. Bleib hier, Octane. Nicht ignoriert ihn und guckt, dass seine Teammates nicht kommen. Lasst uns beginnen. Da kommt einer. Wo ist da? Zwei Leute hier. Da ist da, ich verstehe. Ich flankiere. Ich hab keine Muni mehr. Bin mir nicht sicher, wo Weltweh hin ist. Ich brauche eine zwei Waffe oder eine andere Waffe. Hier mit dem Bogen. Der hat 42 geschluckt. Weggebeamt. Es ist eine. Ja, 57. Ja, die kriege ich noch. Ich belebe mal Roman. Ja. Ich bin bei dir. Hey, wie wär's, wenn du heute nicht mehr stirbst? Aber mach keine Scheiße da, ich hab nur einen Leck. Ich bin bei dir, die Race hat sich erstmal verkrümmelt. Ich hab auch nur eine L-Star. Ich brauche leichte. Oder irgendwas anderes. Ich hab leichte, aber leider nur 30 Schuss. Ich kann noch Energiemuni oder raushauen. Brauche ich nicht. Ich brauche erst eine Waffe für Energie. Vielleicht die drei Kisten da. Die wurden auch schon gelootet. Auch nichts liegen gelassen. Ja. Vielleicht im Haus noch irgendwas. Ich hab da nur die obere Etage durchgecheckt. Ich meine, wir haben den ersten Kampf gewonnen. Wir können auch sagen, scheiß drauf und abhauen. Ja, schon, aber Waffe sollte man schon haben. Ich würde halt das Token abcampen von dem Typen, ehrlich gesagt. Falls die wiederkommen. Na, unten ist Action. Guck mal, was da drin ist. Ja, aber so richtig. Gar nicht. Boah, hier von der Seite schießt irgendwo einer. Irgendwo, ja, da hinten. Ja, was war. Kannst du schon fliegen? Nee, ne? Ich kann fliegen. Unten ist noch einer runtergedroppt gerade. Lol, da ist jemand, der sich am Teleportieren ist. Eine Valkyrie. Habt ihr gehittet für L? Lustig. Ja, komm, wir gehen rein. Rechte Seite ist eine einzelne Welk. Welk für die Jalla. Sie hat ein. Ich habe keine Reservemuni, das ist schlecht. Sie fliegt weg aufs Dach. Die ist irgendwo anders hingegangen. Doch, die ist down. Ich werde unterbrochen von Beschuss. Das bedeutet, ich kann den Finisher nicht machen. Ich brauche aber die Munition von der Ollen. Hinter uns ist noch ein Squad. Da. Auf den Rohr drauf ist er. Gibt's hier keine Waffe? Digga, zum zweiten Mal werde ich bei der Wiederbelebung unterbrochen, bei dem Dings unterbrochen. Ich habe keine Munition mehr. Ich will nur diese dumme Platz töten, ehrlich gesagt. Ich brauche Gesundheit. Nichts zur Munition, keine Heilung, gar nichts, Alter. Schlecht. Der auf dem Rohr hat Niederschild. Aufladung läuft. Dann müssen wir wegfliegen. Ja. Lass hier hinter die Säule droppen bei mir und dann einfach uns verpissen. Ab dafür, komm. Ja, weil da zwei Teams sind. Komm hier jetzt hier runter und flieg bitte einfach.
Thomas? Ja, ich komme. Ich hab, hier sind noch und fliegen. Ich kann nicht hier, ich kann hier nicht fliegen. Dann müssen wir ein bisschen aufs Freie, komm. Komm, ja, da. Die fliegen im Übrigen auch. Aber der, lass sie über den Berg fliegen. Ja, 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 ja. Ich glaube, das schaffen wir so über den. Ja, nee, schaffen wir. Das ist komplett unnötig. Wenn die Kisten gut lesen, absolut. Ja. Nett. Ich kann gar nichts mehr, Alter. Alles weggenommen. Hier ist ein Ultimate-Beschleuniger, wenn du möchtest, Thomas. Ja, ja. Der ist so zu kurz. Wie die Zigeuner, alles weggeklaut. Hier sind Todeskisten, zwei Stück. Ich habe eine recht gute Waffe, aber halt exakt gar keinen Schuss. Nimm ich die Mosambik, ganz im Ernst, in der Not. In der Not muss man erfinderisch sein. Belast du, dass man so abhauen muss, Alter. Aber Hauptsache Sniper-Munden. Wir haben drei Angreifer in 200 Meter Entfernung. Ich brauche eine Thermitgranate. Wer hat da sich gerade mein... Okay. Ich hab immer noch keine Muni. Das ist ja ein purer Witz, oder? Zeit. Eine Zeit. Ich hab zwei Schuss. Bin zufrieden. Die kann nichts hier sein. Da hinten kommt eine Ultimate runter. Ich habe auch nur eine Flatline und eine Elster mit übertrieben wenig Schuss. Ey, das kann nicht wahr sein, das ist gar nichts. Ja, dann gehen wir jetzt hier links aus dem Gebiet raus und hoch zu den Hunden und töten da halt welche. Ich habe eine Wingman, damit mache ich mit zwei Schuss einen Hund und Feierabend. Hier sind doch Spinnen hier. Sind doch Spinnen. Ja, aber hier, ja, nee, Spinnen. Ja, okay. Die Zone bewegt sich halt schon, deswegen. Ja, umso besser, dann kann keine vor uns kommen. Hier im Gebäude wurde anscheinend noch nicht gelootet, weil hier unter anderem blaue Rüstung liegt. Oh. Die Hälfte des Squads hat ins Gras gebissen. Wir schaffen das. Schwere Moon, hier liegt ein Bogen mit Munition, Thomas. Ich gönn mir den. Schwere Moon würde ich ganz gerne nehmen. Ja, hier oben liegt noch eine Volt mit Munition und eine R99. Die R99 habe ich aber gezögert. Noch mehr Munition hier oben, noch eine Volt, noch eine Energiewaffe. Ja, außerdem ein Standardschaft. Kannst du wenigstens jetzt zurückschießen. Komm mal zu mir bitte gleich das Seil hoch, weil hier oben ist nie jemand eigentlich. Hier war einmal ein Squad und wir sind glaube ich dem sogar entkommen. Ah, so langsam wird ein Schuh draus. Hat auch hier haben wir schon mal öfters gekämpft, Alter. Okay. Alter, wie viele Spinnen hier sind, what the fuck? Ich geh jetzt die Hunde machen. Die Zone kommt, Jungs, ein bisschen raus. Ich bin schon in der Schmutz. Gumm, gumm, Fingerpistole. Hier ist eine Linie in einer Kiste. Geht hier entlang. Ich liebe es, dass die Hits. Ich weiß nicht, ich hab ja nichts gegen Bullet Drop in Spielen, aber das hier ist einfach lächerlich. Weißt du, wir haben Charaktere, die fliegen können. Und der Bullet Drop ist noch so wie 1992 oder was? Hier hat man ein blaues Schild drin, Roman. Ja. Lade Schilde auf. Ey, es stand schon mal schlechter. Ich meine, einer von denen hat absolut schon eine Dinge. Eine Spitfire, eine Ding ist nicht Spitfire, wer ist denn das scheiß Ding? Ich darf keinen Headshot in diesem Leben. Habt ihr auch gerade so leichte Lecks? Ja. Jetzt außerdem noch ein lilaner Helm, den ich anscheinend schon besitze.
Ray Hunter hat ein Schatzpaket aufgehoben. Das freut mich aber für Ray Hunter. Mein Headset knackt wieder. Oh. Geil. Hallo Hundis. Zwei Fuß. Irgendeiner fehlt noch, weil wir noch keine. Doch, wir haben. Leichtes Magazin. Drei. Wir haben das Nest gereinigt auf jeden Fall. Ich will die Schwere. Okay. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Stand schon mal schlechter. Ja, ja, wann denn? Stand doch schon mal besser. Ah, stimmt. Hat uns aber auch teilweise nicht viel geholfen. Wir sind die Underdogs einfach. Wir kommen auch aus schlechten Situationen wieder raus. Ja, eine KMP. Visiere den nächsten Ring an, Leute. Hab ihnen eure Karten geschickt. Ich sehe Todeskisten. Ich hab bei der Antenne noch so ein Sheetrack gegeben. Boah, hier habe ich vorne Rambazamba gemacht. Ich sehe Todeskisten mit unter anderem einer am Respawn-Sender. Hier habe ich alleine drei Squads gebumst. Das war so schön. Thomas, ich bin so stolz auf dich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ne? Und dann habe ich doch leider verkackt. Jetzt nimm deinen Schwanz aus der Hand und ich mach konzentrier dich. Digga, ich bin ja nicht du, du hättest sofort ein Video dazu hochgeladen. Ja, absolut ein Video dazu hochgeladen, stimmt. Das warum? Wegen dem Sweet Sweet YouTube Money. Noch 45 Sekunden. Hier ist, da drin ist ein bisschen viel. Aufgesaugt, Heilung. Weiter geht's. Das ist ja lustig, dass man in dem Video, wo ich da den Tag gerettet habe, eigentlich gar nicht sieht, wie ich den Tag gerettet habe. Kann ich nichts dafür, ich bin halt erst an einem gewissen Punkt tot gewesen. Eigentlich ist es deine Runde gewesen, weil ich war die ganze Zeit nur Kanonenfutter. Und du hast echt eine stabile Runde dahin gelegt. Keine lebenden Angreifer. Und ab. Du hast da mehr Action gemacht als ich. Ah, es war eine gute Runde, aber was soll ich machen, wenn ich halt nicht... Oh, 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 hier sind... Oh, 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 ja, ja, da ist Rauch. Und drei lilane Todeskisten. Und ja, die sehen uns. Die haben uns zu 100% gesehen auf dem Dach. Scheiß drauf, Alter, das ist nicht unser Kampf hier. Ich hab nichts für diese Range. Ich hab auch gar nichts, Alter. Wie wär's, wenn wir einfach fucking Hunde gehen und die am Choke beim Tunnel nehmen oder so? Ich hab keine Ahnung. Ja, oder ihr kämpft einfach, ist auch eine gute Idee. Nee, ich komm, ich komm. Ja, Bloodhound. Sie verfolgen uns. Ein paar Warnschüsse abgeben. Ich möchte nicht enttäuschen, aber ich glaube, die nehmen die Warnschüsse nicht ernst. Ja, die haben auch goldene Rüstung. Ja. Chillig. Kommt zu euch, Jungs. Ja, Warnschüsse. Kommt bloß nicht näher oder... Oder ich richte die Waffe gegen mich selbst. Ich schütte mich selbst, ist mir egal. Da hinten sind Gaffer geht. Nicht, dass mich das jetzt per se positiv stimmt, aber... Das ist ein Care-Paket. Ach schade, die Tür geht auf die falsche Seite auf, sonst hätte ich hier den Big Brain Move gemacht. Wenn ich schreie, Jungs, ich brauche Hilfe, könnt ihr mir dann helfen kommen oder eher nicht so? Hier ist ein Loba-Shop bei mir. Na guck mal, du bleibst bei Dings, ich gehe allein zum Care-Paket. Okay, ich komme wieder in den Kerl. Roman wird von Hunden angegriffen. Nein. Oder? Wo sind die denn? Ich sehe sie gerade gar nicht. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin da. Ich komm gleich. Die Hunde machen Auge. Die sind hier. Ich komme. Ich werde auch angeschossen von der anderen Seite. Ich hasse Hunde. Also nur so als Warnung, die Leute, die hier hin, die hier bei uns sind, haben rote Schilde. Ich komme gleich, aber oder könnt ihr zu mir kommen? Ja, wir gehen zu Thomas und fliegen weg. Komm, Roman. Wir haben hier noch eins. Ich hasse Hunde. Ah, ja, nein. Völlig überraschend. Kannst du durch die Tür rausgehen, Roman? Thomas? Ja, kann ich. Ich weiß nicht, ob Antenne unsere Situation so per se verbessert. Boah, Alter, ich komme. Gib Stoff, scheiß auf Roman. Lass deinen Bruder zurück. Danke. Können wir hier so quer rüberfliegen? Ja, moin. Oh, sieht entspannt aus. Da ist ein Kuppelgebäude auf unserer linken Seite, ja. Dieses Kuppelgebäude meine ich. Schmutzhunde, Alter. Ja, was wollen wir machen, wenn uns die Zone dahin bringt? War jetzt nicht meine Entscheidung, dass wir Hunde haben gehen müssen. Oh, ich hab noch. Hat jemand Spritzen? Ich hab noch zwei. Sekunde
Ich habe ein Phoenix-Kit. Willst du dir das reinballern? Warte, spar die Spritze. Ja, zu spät. Ja, hier ist ein Phoenix-Kit. Sorry. Ach, schön. Die beide. Ah, danke, dann gönne ich mir das. Benutze ein Phoenix-Kit. Ich habe tolle Nachrichten, Jungs. Wir werden zurzeit nicht verfolgt. Können auch einfach irgendwie gucken, ob wir uns einmischen können oder so, ich weiß nicht. Es sind 4 Squads noch am Leben, 2 davon kämpfen da eventuell gegeneinander. Ja. 2, die werden jetzt herkommen müssen. Ich brauche noch 26 Schaden, dann habe ich einen nächsten. Ah, da Schild. Hinten, Alter, wie die da oben. Okay, der Pfeffer in der Rippe geflogen ist wie so eine Nutte, Alter. Zeigt euch zu fesseln. Aber wenn das Ding was trifft, ne, falls ich im Besen. Ganz im Ernst, wenn die hier hinkommen müssen, die Zone wird denen richtig einheizen. Eventuell haben die sich dann vielleicht schon Schilde geheilt, so, aber gesundheitsmäßig müssen die richtig am Arsch sein. Es sei denn, die haben wieder 8000 Hitzeschilde. Und wir haben ein Kernpaket, was hinter uns droppt. Thomas und ich halten vorne einen Blick drauf. Roman, du guckst, dass uns keiner in den Rücken fällt, okay? Das Kernpaket kannst du dir von mir aus auch nehmen. Ich habe munitionstechnisch so ein bisschen mehr, glaube ich. Braucht jemand alles schwere oder leichte? Nee, nur Energie. Du hast auch absolut schwere keinen Rucksack, Roman. Ich habe auch leider wirklich nicht. Ja, vielleicht ist im Care-Paket was drin. Ne? Ich glaube, die laufen eher ein bisschen nach links momentan, Thomas. Was hast du denn da für ein Monstrum? Ist das ein Rampage? Da sehe ich einen Hund, der verfolgt jemanden. Ja, die kommen jetzt. Ah, die kämpfen noch, oder? Ich weiß nicht. Wissen sie ja. Weil es sind immer noch 4 Squads am Leben. Da, am Stein, am Stein, am Stein, am Stein. Scheiße. Yo. Falle hat was gefangen. Roman, was ist ein Care-Paket? Nichts Gutes. Hinter uns wird gesniped. Nice. Ich hab grad so belastet, ich hätte seinen Kopf treffen müssen. Ja, hinter uns, Digga. Jungs. Wo willst du hinfliegen? Kommt einfach. Es ist nur noch Felsen. Kommt her jetzt. Willst du hier bleiben, Sandwich oder was? Er wird schon Bruder. Dann müssen wir da hinten zu der fucking Kanone, damit wir springen können, wenn die scheiß Zone kommt. Das ist sicherlich ein Sandwich. Ja, so können wir aber auch nichts abgreifen, mal wieder. Ja, egal, wir haben blaue Rüstung, ja, sicher blaue Rüstung, Digga. Wir haben sich ja ein Totem gestellt, die wollten uns gerade pushen. Dann lass mal gucken, ob wir das Totem vielleicht abaimen können. Weil wenn die jetzt sterben, haben die Half-Life. Ja, siehst du, der erste ist schon da. Shieldbreak, da hab ich gegeben. Ich verkürze die Distanz, wir müssen probieren. Das ist ja so ein Verrückter, Alter. Okay, die Ult geht doch auf uns, ich bin ehrlich gesagt überrascht. Die sind da, im Gebäude, die schießen. Ja, ja. Aber hier rechts muss ja auch noch irgendwer sein. Pusht am Care-Paket ist sie. Seh sie. Hat einen roten Schild. Ist ein Octane. Ah, oben auf dem Gebäude, auf dem Aussitz. Wo sind die anderen? Ach, das sind die letzten, okay. Welche sind im Gebäude? Na, die sind da oben auf den Stein, Alter. Da, links. Rote Hits hat er. Ich lande kaum Treffer, muss ich gestehen. Ich glaube, ich werde rechts gepusht. Ja, einer kommt rechts zu dir. Hab ihn. Ich hätte gerne seinen Alternator, muss ich gestehen. Oder sein Schild. Kommt noch jemand gleich mit dir durch den Rauch wahrscheinlich. In der Tat. Ich brauche Deckung für den Rauch. Durch den Rauch jetzt, glaube ich. Ja, da. 1 gegen 3. Nicht hektisch werden. Nein, bei mir. Ah, das ist one! Jawohl, Jungs! LOL! Digga, wie ich jeden einzelnen Schuss vereint habe. Wir haben ihn jetzt gewonnen, schon wieder!
Ich hab 28 Schuss und treffe 3. Deswegen. Easy. Ich bin einfach eine Bomben-Valkyrie. Fertig. Fliegen war das einzig Richtige, was wir hätten machen können. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich lasse es mal so durchgehen. Wir wären sonst so im